Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, er hier ist immer noch dabei auf der 57. Aber ich denke mal, er sollte jetzt demnächst fertig werden. 35 Minuten, sagt das Tool noch. Gucken wir mal, ob wir die noch brauchen. Oh, ist das dein Ernst, dass du jetzt hier zu dem rübergefahren kommst? Du kannst das doch eh nicht laden. Mann, 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 Mann. Ja. Achtung, Intelligenzbestie am Steuer. Zeit, dass der auf dem Rübenacker hier fertig wird. Ach, wenn die so nah nebeneinander liegen. Na, hast du noch ein paar Literchen hier für den guten? So, dass wir mit 98% fahren. Und der mit den Kartoffeln ist erst auf der Abgabestelle. Na dann. Der für die 66 und abfahren hat die halbe Strecke jetzt hinter sich gebracht. Ja, mal gucken, wie wir das hier machen mit dem Feld für den Hafer 57. Das backt er doch rum. Ah ne, 57 backt er nicht rum. Ah, jetzt nach dem Neustart hat er das kapiert oder was? Na, schauen wir mal. Vielleicht geht das ja jetzt doch wieder. Vielleicht hat es nur gestern in den Aufnahmen oder ja, beim letzten Mal in den Aufnahmen gebackt. Der macht sich gerade vom Hof da hinten. Vierzig Minuten wird er noch brauchen für den Acker. Boah, das war schon 23% jetzt. Die der Eumel weggebracht hat.
Aber das funktioniert auf jeden Fall gut in dem engen Feldmodus hier. Na, mal gucken, hoffentlich ist der Kollege wieder da, bevor der. Muss der denn noch ins Büro? Oh ja, der hat ja die langen Strecken, dann könnte funktionieren, dass der schnell wieder da ist. Na gut, er braucht auch nicht mehr allzu lange. Nochmal grobern. Da kommt einfach nicht mehr rausgeschüttelt. Das Blöde ist, ich habe aber keinen Traktor, der den Grober ziehen kann. Oder halt dann wiederum keinen, der die Saatmaschine ziehen kann. Könnt ihr doch mal auf dem Hof gucken, was die Lage macht, aber ich glaube nicht, dass ich da viel getan habe. Er ist gleich über eine Abgabe schon. Er kann jetzt hier gerade durchrasen. So, dann ist einfach noch ein Depot angefangen. Mal gucken, was die Silage macht. Okay, das hier ist Stumpfsilage.
Auch schon Silage. Okay, der unterste wäre. Und morgens habe ich den hinter einen Stapel umgeworfen. Wenn ich mir, ja, wir holen uns jetzt den Anhänger. Dann können wir das schon mal aufladen. Du passt doch mit den Rundbeinen. Lade das auf hier. So, was haben wir denn noch Silage? Ist das hier auch schon? Das hier ist noch Silage? Nee, das ist Gras. Das ist Silage. Hier haben wir schon mal ganze Türme Silage. Wollte schon sagen. Wahrscheinlich ist der Wagen voll dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein von dem, was wir da brauchen. Für den Traktor. Auch noch mal Silage. Hier das Gras, du gehst beiseite.
Was? Das ist nochmal Silage. Nee, das ist jetzt. Hä, das stand doch gerade Silage. Ach, das war der da drüber. Weil das da nicht dran steht, wie lange der noch gären muss. Ein Bein noch. Und dann können wir ihn schon mal losschicken. Den letzten Platz lassen wir frei, damit ich wieder, damit falls ich ins Escape-Menü rein tappe, nichts passiert. Wie jetzt zum Beispiel. Aber wir müssen ja gucken, was die Lage kostet. Vierundsechzig an der Gärtnerei. Was soll der Schwachsinn wieder? Du kannst die Rüben von dem eh nicht laden. Quatschkram. Ah ja, okay, der wurde auch schon wieder jetzt leer gemacht mittlerweile. Er kommt jetzt gleich an die interessanten Bahnen hier ran. Mal gucken, ob das jetzt wieder funktioniert mit den Anzeigen hier. Kommt hin mit 88%. Aber das werden wir in 25 Minuten sehen, spätestens.
Nur gut. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne nächste Folge wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.